Ich bin gefragt worden in den Kommentaren, wie ich denn in der Praxis umgehe mit meinen Sinking Funds, beziehungsweise der Mobilisierung von Geld, beziehungsweise wie ich denn überhaupt Geld ausgebe, ob als Bar oder mit Karte oder vom Konto oder mit Kreditkarte und so weiter. Und weil ich ja nicht die Umschlagmethode praktiziere, muss ich Gott sei Dank nicht nur Bargeld ausgeben. Aber es kann für den einen oder anderen vielleicht verwirrend sein, wenn man darüber nachdenkt, wo beziehe ich das denn jetzt her? Aber es stellt sich heraus in der Praxis, dass man da kein großes Augenmerk drauf haben muss. Nur manchmal, weil es sich immer gut ausgleicht. Damit will ich sagen, ich nehme überhaupt gar keine Rücksicht darauf, wie viel Geld in meinem Portemonnaie ist, oder wie viel auf meinem Konto ist oder womit ich bezahle, weil es immer passt. Im Sinne von, ich gehe einfach einkaufen, wenn ich Bargeld habe, gebe ich Bargeld aus. Wenn ich keins habe, was ich meistens nicht habe, weil ich Bargeld nicht mag, dann zahle ich mit Karte. Ich variiere zwischen einer American Express Kreditkarte, die jeden Monat bezahlt wird, und meinem Girokonto. Und da gleicht sich über die Zeit verteilt immer alles aus. Es kann sein, bei dem einen oder anderen oder der sehr, wie heißt das? Kopf auf. Na, jemand, der sehr, sehr eng budgetiert hat, dass das Geld dann nicht ausreicht, dass man da in die Bredouille kommt. Auch das ist mir schon mal passiert. Besser ist es da, wenn man auf seinem Girokonto einen gewissen Puffer hat, sodass sowas nicht passieren kann. Das kann auch passieren, wenn man sich selbst Geld leiht von woanders her, dass es irgendwo spitz auf Knopf heißt es, dass es dann irgendwo nicht reicht und dass man dann ins Minus kommt. Der eine oder andere hat vielleicht auch ein Minus und da ist es egal. Im Idealfall hat man einen Puffer von, keine Ahnung, 500 € oder so auf seinem Konto, dass man da Lücken einfach schließen kann. Also, wenn man sich dann doch mal irgendwie verkalkuliert hat oder was mit Karte bezahlt hat und das später abgebucht wird und das Geld dann nicht reicht, solche Sachen, dass das eben gepuffert sein kann. Bei mir zeigt sich in der Regel, dass das völlig egal ist, weil ich auch manche meiner Sinking Funds ganz normal auf meinem Girokonto habe, denen aber keinerlei große Beachtung schenke. Wenn ich zum Beispiel alle 3 Monate mein BAföG zurückzahlen muss, lege ich in der Zwischenzeit das Geld monateweise gesinking funded auf dem Girokonto zurück und so ist dann da automatisch ein Puffer. Jetzt, wo ich die Rückzahlung pausiert habe, ist es ein bisschen enger und da habe ich mich dann auch schon verkalkuliert. Da muss ich woanders was locker machen, aber in der Regel ist das eben dann nicht so und deswegen ist es völlig egal. Ich gebe mein Geld einfach aus. Durch die Plasmaspende bekomme ich es eher bar. Wenn ich es dann bar habe, versuche ich es bar loszuwerden. Aber lieber zahle ich mit Karte oder noch lieber mit meinem Handy. Weil, wenn man ein kleines Kind hat, dann hat man absolut keinen Bock, dauernd sein Portemonnaie rauszukramen, während man ein Tragetuch anhat. Ich weiß nicht, wie oft mir das passiert ist, dass ich Sachen runterfallen lassen habe. Beziehungsweise ich zahle ja dann am liebsten mit Kreditkarte. Die Kreditkarte, ich habe in meine Hosentasche gesteckt und die Hose habe ich dann gewaschen und dann war die Kreditkarte kaputt. Das ist mir 3-mal passiert, da bin ich dazu übergegangen, mit Apple Pay zu bezahlen. Das ist das Praktischste. Darüber hinaus habe ich aber auch Sinking Funds auf Konten für Sachen wie Nebenkostenrücklage, für Versicherungen, die einmal im Jahr gebucht werden als Rücklage. Und das habe ich bei N26. Das hat folgenden Grund, dass ich sowieso ein N26-Konto hatte und da dann auf das Angebot von denen gestoßen bin, dass man bis zu 10 Unterkonten haben kann, alle auch mit eigener IBAN für 4,90 € im Monat. Und ich habe bei N26, weil ich ja meine Geschäftsfinanzen nach Profit First sortiere, dann mein Geschäftskonto gemacht und da lege ich dann von den, also alles kommt auf dieses Hauptkonto bei N26 und prozentual verteile ich dann auf das Rücklage für die Rente, das Rücklage für die Steuer, das Rücklage für Geschäftsausgaben, das Rücklage oder beziehungsweise das ist der Prozentsatz, den ich mir dann auszahlen kann. Und durch diese Struktur vom Profit First, über das ich nochmal ein eigenes Video machen kann, bin ich dann dazu übergegangen, bei N26 das alles zu machen und dann Unterkonten für diese ganzen Sachen zu machen. Aber ich hatte Unterkonten über. Und so geht dann
mein Sinking Fund tatsächlich auch als Überweisung auf dieses Unterkonto bei N26. Und abgebucht wird es aber von meinem ganz normalen Konto, sowohl mein, ich habe noch ein Geschäftskonto als auch mein Privatkonto bei der APO Bank und da wird dann je nachdem, was es ist, abgebucht und in dem Moment, wo es abgebucht wird, fülle ich es durch die Überweisung von N26 wieder auf. Das ist meine Struktur. Also so wird das wieder mobilisiert, das, was ich über ein Jahr zurückgelegt habe oder aber, wenn ich irgendwas brauche. Ich habe zum Beispiel Rücklagen für Haushalt auf bei N26 liegen, Rücklagen für den Semesterbeitrag, Rücklagen für die Haftpflichtversicherung, was noch, halt so mehrere Sachen. Ich habe dann auch mehrere Sinking Funds quasi auf einem Konto, weil diese 10 Unterkonten von N26 mir nicht gereicht haben. Ja, das. Also so sieht das aus. Es ist tatsächlich einfacher, finde ich, es so zu machen, als es mit der Umschlagmethode zu handhaben, weil man da eben kleine Summen nicht so leicht hin und her schieben kann, weil man dann immer das entsprechende Kleingeld in jedem Umschlag bräuchte. Und das hat man halt nicht, wenn man mit den Umschlägen auf täglicher Basis agiert. Das ist auch der Grund, warum das für mich nicht funktioniert und warum ich das deswegen so nicht handhabe. Ich habe heute die 4000 Stunden Watchtime geknackt. Das bedeutet, das Einzige, was mir zur Monetarisierung jetzt auf diesem Kanal noch fehlt, sind die 1000 Abonnenten. Und da bin ich heute bei 836. Also ich denke eigentlich, regulär würde mir das in 2 bis 3 Wochen gelingen, sodass ich dann auch über diesen Kanal noch Geld generieren kann. Problem ist so ein bisschen, dass jetzt Weihnachten ist und ich, dass ich nicht zu Hause bin und dass ich nicht einkaufe und dass ich zum Thema Geld hier nicht mehr so viel machen kann. Vor allem nicht das machen kann, was am meisten gesehen wird, nämlich meinen Alltag mit wenig Geld, was ich kaufe und was ich dann davon koche. Daher habe ich mir Folgendes überlegt für euch die nächsten Tage, da in der letzten Zeit auch viele neue Zuschauer gekommen sind. Für alle alten Zuschauer ist das vielleicht nicht mehr interessant, sondern ich werde mein Frugalismus-Experiment, was ich auf meinem Hauptkanal vor 2 Jahren gepostet habe, das waren 8 Videos darüber, wie ich nach Maximilian Alexander Kochs Anleitung nur 100 € im Monat für Essen ausgebe. Das werde ich hier hochladen in den nächsten paar Tagen über Weihnachten, übers neue Jahr, denn ich bin erst am 30. wieder zu Hause, fange dann an, für eine Woche einzukaufen und erst dann hätte ich ein neues Video zum Thema Geldsparen im Alltag. Meine Tagesmutter ist hingegen erst am 9. Januar wieder da. Da weiß ich nicht, wie viel Zeit ich finde, diese Art Videos zu drehen, denn jetzt gerade passt mein Vater auf mein Kind auf. Ja, und so habe ich mir überlegt, damit ihr was zu gucken habt, und zwar das zu gucken habt, was ihr am allerliebsten guckt, wie man Geld im Alltag spart, werde ich euch das in den nächsten Tagen hier hochladen. Mehr davon wird es in Zukunft geben, also gerne abonnieren, auf dass ich auf 1000 Abonnenten komme in den nächsten paar Wochen. Ziel ist bis Ende Januar auf jeden Fall. Ja, also abonnieren, was soll ich noch sagen? Ach ja, diese Videos sind allerdings 2 Jahre alt. Das war vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs, vor der Inflation, vor jetzt gerade den Demonstrationen. Also, was ich damit sagen will, ist, da war Geld noch mehr wert, ungefähr 20% mehr. Jetzt, wenn man jetzt versuchen würde, mit 100 € zurechtzukommen, dann müsste man, denke ich, scheitern und müsste vielleicht mit 120 € hantieren. Aber guckt es euch doch trotzdem an, denn grundsätzlich ist das, was ich da kaufe, immer noch das, was billige Nahrungsmittel sind. Okay, das war's. Also, abonnieren, über die nächsten Tage weiter gucken. Das sind 8 Videos, die dann kommen werden. Ansonsten bedanke ich mich bei allen Zuschauern. Ich wünsche euch auch, kommt aber noch mal was. Ich wünsche ihr frohe Feiertage, guten Rutsch und ja, genießt die ruhigen Tage. Ich bin leider eher ein bisschen unterfordert. Ich sag ciao, macht's gut, bis dann, eure Silke.